Ende Februar, Beginn der Semesterferien bei uns in der Steiermark. Und es hat 15,5 Grad und es ist relativ warm. Ich habe zwar ziemlich viel an, eigentlich zu viel, glaube ich, aber bei jetzt früher als zu wenig. Ich befinde mich da auf der Autobahn und fahre jetzt nach Korsika. Bin selber ein wenig überrascht von mir, habe mich kurzfristig entschlossen und schauen wir mal, wie es wird. Also, bleibt dabei. Ja, jetzt bin ich gerade auf der Back gewesen. Da hat es 9,5 Grad, aber es geht. Es ist nicht so kalt, es gibt zwar Schnee, aber es passt schon. So, jetzt bin ich schon in Italien. Ist auch eine Spur wärmer. Ich bin angekommen, hurra! Da hinten steht meine Triumph. Und da hinten wohne ich in dem Haus. Sehr schön. Und es ist geheizt, es ist herrlich, es ist super warm. Zum Schluss hat es nur mal 8,5 Grad gehabt. War ein bisschen kühl. Und da hinten ist ein schöner Garten. Und da wohne ich heute Nacht. Ist ganz nah neben der Autobahn, so ca. 3 Kilometer, was mir sehr recht ist. So, das ist hier drinnen. Das Kaminstüberl. Es ist warm da herin, es ist herrlich. Und da ist mein Zimmer. Sehr gut, oder? Schaut irgendwie aus wie so ein ausklappbares Bett, aber das passt schon. Da ist ein Bild, Fernseher. Also meine Sachen. Ja. Heizkörper, das ist eingeschaltet, es ist echt warm da. Ah, und da ist jetzt das Badezimmer. Da hinter mir ist Badezimmer. Da ist der Spiegel. Und da ist auch geheizt. Die Vermieterin ist recht nett. Ich schätze, die ist so 70 plus. Eine ältere Lady. Und die hat mir alles erklärt. Und morgen gibt es um 7 Uhr Frühstück. Und dann geht's los. Es gibt sogar Eier angeblich. Nach einem guten Tee und sowieso einem guten Frühstück in dem schönen Wohnzimmer bin ich schon gleich draußen bei meiner Triumph und Start gar. Guten Morgen aus, ja, in der Nähe von Treviso. Habe gut geschlafen, gut gefrühstückt. Jetzt geht's los auf die Autobahn über Padua, Firenze nach Livorno zur Fähre. Einchecken bei der Fähre ist 12.30 Uhr, Abfahrt 13.30 Uhr, sollte bis 19 Uhr dauern und dann bin ich relativ bald dort. Es hat 7,5 Grad, es ist immerhin Februar und es ist neblig, wie man sieht, aber es macht nichts, es kann nur besser werden. So, ich erreiche Livorno. Das Wetter ist zwar auch nicht besser, aber ich bin wenigstens da. Das freut mich sehr. Zwischendurch war es einmal schöner. War sogar einmal Sonne, habe ich mich gefreut. Aber dafür war es dann kälter. Jetzt hat es 12 Grad und wie die Sonne rausgekommen ist, hat es nur mehr 4 Grad gehabt. Da ist mir das fast lieber. So, jetzt bin ich da. Bastia 62. Linie 62 oder Spur 62 nach Bastia. Und jetzt fangen sie zum Regnen an, das gibt es ja wohl nicht, oder? Muss das sein? Naja, alles kann man sich nicht aussuchen. Aber sehr gut beschrieben. Das ist ja 62. Salve! So. Da.
Ah, sie ist dran. Hat sie auch wieder. Da ist schon die Mobi, aber ich bin nicht bei der Mobi, sondern bei Corsica Ferries, wobei das auch ein sehr schönes Boot ist, mit sehr lustigen Figuren. Ah, das kommt mir sehr bekannt vor. Ah, der Silvesterloch da war. So. Jetzt geht's auf hoher See. Was steht da? Auto Carboto. Da bin ich. Oh! Da schaut schon aus, als ob das mein Boot ist. Mein Boot. Oh, da kommt es. Das schaut ja schon sehr gut aus. Da muss ich mal ein Foto machen, ne? So gesehen. Foto machen. Ja, zuerst den Gang aus, dann darf ich Schnauze fliegen. Das ist also das Schiff, was mich nach Korsika bringen wird. Die Pascalota hat 120 Millionen Euro gekostet, ist 176 Meter lang, 27 Meter breit und hat 68.525 PS und eine Geschwindigkeit von 51 km/h, 27,5 Knoten bringt sie zustande. Jetzt werde ich mich anstellen. Einfach hinten anstellen. Da ist das riesige Schiff, Alter, das gibt's nicht. Jetzt geht's los. Überfallsartig hei. Startet's hei. Auf einmal geht's los hei. Eine Viertelstunde vorher. Wir haben ganz genau. Können wir absetzen. Wo ich hin muss. Auf ich. Ah, danke. Okay. Auf ich. Okay. So, sehr freundlich. Kommen wir da auf ich. Erster Stopp. Schau her. So, sehr gut. Angekommen an Bord. Sehr fein. Und die Tiger hat auch einen guten Platz an Bord bekommen. Die binden die Maschine jetzt auch. Viel ist irgendwie nicht los an Bord. Doch das täuscht, auf der anderen Seite sind noch andere Autos und LKWs. Ich fotografiere Buchstaben C, Deck 4, damit ich wieder zurückfinde und orientiere mich an der Tafel. So, da habe ich ein ganzes Schiff für mich, das habe ich auch noch nie gehabt. Bin glaube ich der einzige Passagier. Zumindest weiß ich nicht, wo die anderen sind. Dann spaziere ich durch das Schiff auf der Suche nach dem offenen Deck, das ich auch bald finde, weil ich möchte beim Ablegen von Livorno zuschauen. Unglaublich, was an Bord alles Platz hat. Dann heißt es warten, bis der Hunger kommt. Dann esse ich was typisch Einheimisches, ein Wiener Schnitzel mit Pommes. Und dann legen wir schon ab von Livorno. Im Kinosaal finde ich einen gemütlichen Pullmansitz, wo ich mir es bequem mache. Das Kinoprogramm hätte ich zwar nicht gebraucht, aber es waren sonst keine Pullmansitze zur Verfügung. Darum habe ich es mir dort bequem gemacht, für die Dauer von 4 Stunden, die die Überfahrt von Livorno nach Bastia gedauert hat. Die Zeit vergeht schneller als man glaubt und dann fahren wir unter der Insel Capraia entlang und sind schon bald in Bastia. Natürlich schaue ich mir auch das Anlegen in Bastia von Deck aus an.
Für viele Touristen ist Bastia ein Durchgangsort auf dem Weg zu ihrem Urlaub in Korsika. Dabei hat Bastia mit seiner Zitadelle, seinen alten Häusern rund um den lebhaften Yachthafen und der mit Palmen bestandenen Plaza Nicolás mit seinen Restaurants und Cafés den Reisenden viel an mediterranen Flair zu bieten. Ich bin auf jeden Fall froh, hier sein zu dürfen, schwinge mich auf ein Motorrad und fahre los. Angekommen. In der Nähe von Bastia wohne ich. So schaut es aus. Zeigen wir mal her. So ist es da. Es ist sogar geheizt. Es wird geheizt da hinten mit der Klimaanlage. Also kalt ist nicht. Und da ist ein Badezimmer. Sehr fein. Wegen Duschen. Wie es weitergeht, erfährt ihr am nächsten Video. Auf jeden Fall wird es abenteuerlich.